Puppy herausfordern. Also nicht unseren Puppy, sondern... Ne, nicht den hier, sondern... Wir fordern unseren Puppy mit Puppy heraus. Nein. Jetzt hör auf mit diesen Wortspielen. So, hier werden wir. Ah, Papa, ich hab es kaputt gemacht. Krieg ich jetzt Ärger? Ja, du kriegst jetzt Ärger. Okay, ich glaube, wir fangen mit Sunny an. Ich nehme diesen Kampf ernst, weil der hat schon heftige Pokémon. Ich habe da schon so oft verloren. Damals als Kind. Probieren wir es mal. Hm, du besitzt 4 Orden. Fein, wie versprochen werden wir nun einen Pokémon-Kampf ausfechten. Psycho. Ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen. Aber Kampf ist Kampf. Ich werde als Arenaleiter alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Psycho, du solltest ebenfalls dein Bestes geben. Okay, ach, der hat einen Pandier. Interessant. Ich kann mich erinnern, dass er andere Pokémon hat im Pokémon Saphir und Smaragd. Saphir und Rubin, meine ich. Okay, Konfusion. Das bringt nichts, wir sind immun gegen Verwirrung. So, ich habe schon genug Pandias gesehen, als ich diese Flöten erstellt habe. Och Gott, wie oft willst du Tammeltanz das benutzen? Ja. Naja, das kostet ihm alles APs, ne? Alter. Ich kann diese Flöte unendlich mal benutzen. Du kannst Taumeltanz nicht unendlich benutzen. Aha, Fassade. Mal was anderes. Dankeschön. So, weiter im Text. Ah. Ich sagte, ich bin immun gegen Verwirrung. Checkst du das nicht? Da! Ach Gott. Naja, besser bei diesem schwachen Pandya als bei seinen Boss-Pokémon. Okay, weiter im Text. Konfusion. Wie viel AP hat Taumeltanz eigentlich? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ah, so nervig. Ja gut, tanzen wir eine Runde. La 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 la, wir tanzen, wir tanzen, wir tanzen, während ich die Flöte blase, die Flöte blase, la 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 la. Tja, wie viel AP hat Taumeltanz? Schreibt es in die Kommentare. Nein. Meine Damen und Herren, dieser Kampf verzögert sich um einige Stunden. Nee, das folgende Ende dieses Kampfes verzögert sich um einige Stunden. Ah, mal wieder was anderes. Fassade. Gut, dann können wir ja wieder angreifen. Ja, er hat's geblickt, dass sein Taumeltanz nichts bringt. Bam. Okay, Mundtier, ihr lasst einen Sumpfel draußen. Sumpfel ist ein guter Tank. Okay, Konfusion. Machen wir weiter unsere Strategie weiter. Ihn verwirren. Nice. Okay, komm, verletz dich selber, du Affe, du. Finte. Ah, Finte ist eklig. Okay, es geht, es geht. Er ist immer noch verwirrt, das dürfen wir nicht vergessen. Yes! Volltreffer! Sehr gut. Okay, Leta King. Leta King ist das stärkste Pokémon, was nicht legendär ist. Fun Fact. Allerdings hat es einen Nachteil. Es kann nur alle 2 Runden lang angreifen. Okay, na, das ist mir irgendwie egal, weil ich habe eine blaue Flöte. Ja, jetzt kommen unsere Flöten alle in Einsatz, ja. Komm, verwirren. Nee. Jetzt faulenst du erstmal. Ja, kann er ruhig machen.
Ja, das ist jetzt der Gena, aber das ist uns egal, denn blaue Flöte. Ja, Finte. Das macht Aua. Ja. Okay, aber er muss wieder aussetzen. Jetzt können wir die Zeit nutzen und Sonnenfeel heilen. Gut, ruhig die KPs voll machen. Ja, Gena ist mir irgendwie egal, ne? Ich hab's dir schon mal gesagt. Der faulenzt wieder. Ah, eine Zitrobeere. Ah. Gut, wenn er jetzt schlau ist, er kann eine richtig heftige Attacke. Und wenn er jetzt schlau ist, sollte er die jetzt benutzen. Nein, er benutzt Finte. Das finde ich nicht gut. Kann ich Finte kopieren? Nee, aber ich könnte Gena kopieren. Probier mal den Gena zu kopieren, aber wahrscheinlich kommt jetzt wieder eine Finte. Alter, der Schaden. Ne? Nicht da. Der Schaden ist nicht da. Naja. Jetzt benutzt er Gena. Okay, jetzt könnte ich mit Mimikry Gena kopieren und ihn dann einschläfern. So, Mimikry. Wieso funktioniert das nicht? Achso, weil er faulenzt. Gut, okay, dann blaue Flöte. Da. Gena. Okay. Er ist wahrscheinlich schneller als wir, das heißt, Mimikry funktioniert es nicht. Warte, warum funktioniert Steinwurf jetzt? Warum sind wir jetzt schneller als er? Vorhin waren wir nicht schneller als er. Ich verstehe das nicht. Egal. Gut, jetzt wird hier wieder rumgefintet. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Alter, wie zäh dieses Pokémon ist. Ah. Ach Gott. Oh, so ein langer Kampf. Probieren wir es mal mit Psi-Welle. Vielleicht macht das mehr Schaden. Nee. Ich setze gleich Gardevoe ein. Warum lasse ich überhaupt Sunny kämpfen? Nee, komm, ich mach jetzt Nägel mit Köpfen. Gardevoe. Das dauert mir zu lang. So, pass auf, wir machen jetzt folgende Strategie: Doppelteam. Von mir aus kann er ruhig Finte weiter benutzen. Das ist mir egal. Ach, Konter. Konter ist auch mal ganz nice. So, hier schön den Fluchtwert erhöhen. Aber Finte trifft sowieso immer, ne? Gedankengut. Ja, Konter bringt nichts. So. Wir powern jetzt unser Pokémon auf. Wir machen es jetzt richtig. Wir puppen es auf so mit Steroiden. Solange du nur Konter benutzt, ist alles cool. Genau, faulen uns ruhig weiter, während wir hier unser Gardevoe richtig aufpimpen mit Steroiden. Gut, jetzt können wir hier noch die. Machen wir noch Doppelteam. Dass es auch einen richtig krassen Fluchtwert hat, sodass es gar nicht mehr getroffen werden kann. Pass
Fassade. Ja. Boah. Boah. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, machen wir es weg. Alter, wie tanky, ne? Was, Geradax ist ein... Er hat einen Geradax im Team? Seit wann? Egal, weg. Ich dachte, da kommt noch ein Leta King. Ja, okay. So viel dazu. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht glauben. Psycho. Ich habe gegen Psycho verloren. Nun, Regeln sind Regeln. Hier, das ist für dich. Orden Nummer 5. Mit diesem Orden erhöht sich die Verteidigung all deiner Pokémon. Pokémon, die die VM Surfer erlernt haben, können diese auch zum Reisen über das Wasser einsetzen. Psycho, das ist mein Geschenk für dich. Ich bin sicher, du wirst es gut nutzen. Team 42, das müsste Fassade sein. Team 42 enthält Fassade. Sie verdoppelt die Stärke der Attacken, wenn das Pokémon vergiftet, paralysiert oder verbrannt wurde. So kann eine vermeintlich aussichtslose Situation vielleicht gerettet werden. Als Arenaleiter kann ich gar nicht sagen, wie bestürzt ich bin. Als Vater macht es mich einerseits sehr stolz, andererseits aber auch traurig. Ah, da bist du ja, Psycho. Komm doch bitte mal mit, ich habe hier etwas für dich. Norman, du hast doch nichts dagegen. Ich entführe dir Psycho mal eben für ein paar Minuten. Okay. Oh, er entführt uns in sein Zuhause. Ich ahne Schlimmes. Hallo Psycho, bitte entschuldige, dass wir dich hier den weiten Weg hergerufen haben. Unser Heiko ist viel robuster geworden, seit er in Wiesenfloh ist. Das verdanken wir allein dir. Als Heiko den Ort verließ, hast du ihm geholfen, ein Pokémon zu fangen, stimmt's? Ich glaube, das hat Heiko richtig glücklich gemacht. Und nicht nur Heiko, auch mich als Vater hat es sehr glücklich gemacht. Glücklich darüber, dass er einen neuen Freund wie dich gefunden hat. Das soll jetzt keine Bestechung sein, aber ich möchte dir dies schenken. Das ist Surfer! Jetzt können wir übers Wasser segeln. Segeln, surfen. Wenn du dein Pokémon Surfer beherrschst, kannst du viele neue Orte bereisen. Yes! Gut! Damit haben wir dieses Spiel offiziell halt durchgeführt und ich muss die Liste wieder aktualisieren, weil wir haben 5 Orden, nicht 4. Das mache ich dann bis zum nächsten Part. Erstmal habe ich meine Pokémon und dann gönne ich mir die Erholung und dann werden wir im nächsten Part Plan Gonna Catch Them All vollziehen und die letzten 3 Team-Pokémons fangen, die uns noch fehlen. Diese wären Sterndu, Satu, also Sterndu, Natu und Palimbalin. Genau, das sind die letzten 3, die uns noch fehlen und die können wir dann alle fangen. Gut, Sterndu weiß ich jetzt nicht. Sterndu kann sein, dass es ein bisschen später ist, aber ich versuch's, ja. Gut, also dann, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Mal, wenn wir uns der 2. Ebene Etappe dieses Let's Plays widmen werden. Ne, also, jetzt haben wir die Erdetappe durch, die Landetappe und jetzt geht's weiter mit der Wasseretappe. Gut. Also, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Anker. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.